Hallo zusammen, jetzt möchte ich das zweite Bild machen. Ich habe es ja schon angekündigt, das heißt einzelne Zellen setzen. Ich habe mir hier so, ja, ist ein Stab, ein Holzstab für Schaschlikspieße, hat eine kleine Spitze. Was mir aber halt immer aufgefallen ist, es tropft halt immer ein bisschen nach, es ist schwierig zu handhaben. Darum versuche ich es vielleicht auch mal mit einem Wattestäbchen. Man hat vielleicht eine dickere Spitze, aber das Tropfen fällt vielleicht weg, weil es saugt doch ein bisschen mehr. Wir schauen einfach mal. Lasst uns starten. So Freunde, dann lasst uns starten. Das Bild ist 40 auf 30 cm. Habe immer noch die Farben Brilliant Pink, Brilliant Grün, primäres Blau, Schwarz und großen Becher Weiß für das Wipen. Gut, habe hier wie gesagt so einen Schaschlikspieß, schon dreckig gemacht. Werde vielleicht aber auch mal testen mit einem Wattestäbchen, solange es die noch gibt, muss man auch dazu sagen. Wollen Sie ja einstellen. Gut, lasst uns starten. Ich bereite jetzt immer meinen Swipe vor hier wieder. Und dann sind die Farben auch fertig. Okay. Bring mal noch ein bisschen mehr Schwarz in diesem Bild, dass wir einfach mal wieder ein bisschen dunkleres Bild machen, damit der Kontrast besser rauskommt. Dann ist das auch leer. Ich mache jetzt einfach das Blau auch noch leer. Dann ist gut. Okay. Dann kommt das Weiß. Also ich mache es ja immer ein bisschen anders, wie so ein klassisches Swipe. Aber mir gefällt es halt so besser. Kann jeder selber machen, wie er möchte. Okay, Spachtelmesser wieder. Dann schauen wir mal. Jetzt muss ich wieder aufpassen, nicht zu dunkel machen hier. Darum fahre ich hier nochmal mit dem Weiß drüber, wenn alles sauber ist. So, ganz so viel möchte ich eigentlich gar nicht mehr machen. Wenn ich hier noch etwas Weiß drauf bekomme, dann kann ich noch mal hier fahren. Das ist okay. So, nur kurz mein Messer
mein Spachtelmesser abputzen, sonst vergesse ich es nachher wieder. Was ich vielleicht jetzt mache, zum Unterschied zum vorigen Bild, ich sehe hier, dass hier ein paar Zellen kommen. Warum auch immer. Sind jetzt natürlich die Luftblasen auch. Habe ich irgendwo, also ich habe in die Farben kein Silikon drin. So. Ich lasse ja immer noch ein bisschen laufen, damit ich die Kanten so bekomme, wisst ihr ja. Und vor allem damit ich das Bild so hinbekomme, wie ich möchte. Ja, ist jetzt lustig, ich habe viele Luftblasen drin. Und komischerweise, kann das sein von dem anderen Bild noch, dass da irgendwas noch reingekommen ist? Ja gut, passiert. Kann man fast schon so lassen. Egal. So. Also wie gesagt, ich probiere es jetzt erstmal mit diesem Schass-Schlick-Spieß. Breche mir den aber ab, da ist er nicht so lang. Nehme diesmal so einen kleinen Becher. Fülle da ein bisschen Silikon ein, das reicht schon, ihr braucht nicht viel. Also auch wieder von diesem 300er Viskosität. Okay. Dann testen wir das mal. Setze jetzt einfach mal wie so Blumen oder einfach im Prinzip Muster, wie sie mir gefallen. Am besten der Linie entlang, das ist auch immer gut. So. Ja, aber da könnt ihr schöne Blumenformen machen. Mache ich jetzt hier nochmal. Ja, da reicht wirklich einmal eintauchen. Fast, sag ich jetzt mal. Cool. Aber der dünne Stab tropft eigentlich auch nicht so arg. Hier haben wir noch ein bisschen Platz, da mache ich nochmal. Ich ziehe jetzt einfach dazwischen rein. Hätte ich vielleicht ein bisschen näher setzen sollen. Ah ja, super, da könnt ihr super Muster machen. So, jetzt das Wattestäbchen, wie gesagt, etwas dicker.
Es saugt sich aber schön voll mit Silikon und tropft eigentlich nicht. Mache ich das mal hier. Aber es nimmt natürlich auch Farbe auf. Das ist das nächste Problem. Das heißt, es nimmt Farbe auf, also es saugt sich voll Silikon, nimmt aber auch Farbe auf. Aber egal. Ich teste das jetzt trotzdem weiter. Aber funktioniert nicht so schön wie mit diesem Stückchen. Darum mache ich das mit dem Stock weiter. Komm, hier haben wir doch ein schönes Bild. Also ihr müsst ziemlich nah dran bleiben an diesen anderen Zellen, damit sich das schön verbindet. Habe ich festgestellt. Ja, da könnt ihr wie so Bienenwaben machen. Ist auch cool. Auch wieder Übungssache, mit Gefühl rangehen. Ich mache es halt jetzt wieder für euch ein bisschen schneller, damit ihr nicht so lange warten müsst. Okay, cool, das reicht eigentlich schon, weil sonst ist das Bild zu überladen. Was ich nochmal, wo ich die zwei Zellen hier habe, warum auch immer die gekommen sind, setze ich da auch noch ein bisschen was außen rum. Kommt vielleicht dann auch ganz cool. Setz vielleicht hier auch ein mitten rein. Sieht ja aus wie ein Auge. Da könnt ihr schöne Muster ziehen, beziehungsweise stechen. Das macht doch fast mehr Spaß. Okay, cool, ich lasse das Bild jetzt so, weil sonst wird es zu überladen wieder. Das passt. Gut, ich lasse jetzt mal für 10 Minuten einwirken wieder. Und dann zeige ich es euch von nachher. Cool, dann bis gleich. So Freunde, ich bin zurück. Jetzt schauen wir uns mal an. So, hier seht ihr schon, da war die Schicht noch ein bisschen zu dick. Das heißt, es läuft ja noch irgendwo hin dann. Meistens natürlich immer an die Kanten raus.
Schade eigentlich, aber da halt aufpassen. Am besten noch ein bisschen mehr laufen lassen, das Bild, bevor ihr es anfangt zu bearbeiten. Dann läuft da nicht mehr so viel. So, jetzt fahre ich erstmal ganz hoch. Da kommen wir ja an diesen Rand. Ist auch richtig cool geworden. Also finde ich schön. Dann kommt dieser Streifen hier. Dann kommen wir hier noch zu diesem mittleren. Also seht, es arbeitet schon noch nach. Hier habe ich ja diese einzelnen Punkte gezogen. Da müssen wir halt aufpassen. Nicht zu viel. Da kommen wir hier runter. Das ist ja auch noch schön geworden. Dann hier. Nur dass ihr seht, dann kommen wir hier rüber. Es war jetzt nur ein Beispiel mit diesen runden Mustern. Oder hier. Ihr könnt natürlich eckige Dreiecke reinmachen, was ihr möchtet. Ist ja nur als Beispiel gedacht. Aber ihr seht, man kann damit Kontrolle über die Zellen bekommen. Cool. Gut, dann hoffe ich, euch hat es wieder gefallen. Euch hat es was gebracht. Einfach neue Inspiration. Und dann war es das schon wieder von mir. Ich wünsche euch was. Ich bedanke mich noch für meine Supporter, also für meine Unterstützer. Und dann natürlich gerne Daumen hoch und schreibt mir in die Kommentare, wie immer. Bis dann. Tschüss, bye.